Gäste hier herzlich begrüßen. Meinem Namen, im Namen vom Vizebürgermeister, im Namen auch vom Wirtschaftsbund Obmann und natürlich im Namen der Gastgeberfamilie, der Hilde und dem Karl Unger. Und den Karl Unger sehe ich, aber die Hilde leider noch nicht. Seien Sie da, ist sie schon da? Weil genau heute hat die Familie Unger. Die Hilde ist diejenige, was arbeiten tut, und der Karl ist derjenige, was halt repräsentieren tut. Und genau heute den 150. Musikantenstammtisch, den 150. Hier sieht man es nicht an, bei ihm kennt man es ein bisschen. Und da möchte ich herzlich gratulieren, und wenn es euch auch gefallen hat, lasst da bei jeder. Denn jeden dieser Stammtische da ist gewesen, das wird sich aber nicht ganz auskennen. Fast. Dann tun wir applaudieren, klatschen für die Familie Unger. Oder darf ich dir bitte das Wort übergeben? So, weil wir gerade kurz beim offiziellen Teil sind, auch im Namen des Steirischen Volksfeuerwerks. Herzlich willkommen. Ich bin heute mit meinen zwei Burschen runtergefahren, anlässlich des 150. Stammtischs. Kurz vielleicht zu den Musikantenstammtischen. Das Projekt Musik vom Wirt gibt es im Volksfeuerwerk seit Mitte der 1980er Jahre. Und der Grundgedanke war, dass man die Volksmusik und generell die Musik wieder zurückbringt in die Wirtshäuser, weil das schon im Laufe der Zeit ein bisschen weniger geworden ist. Und das ist aus meiner Sicht sehr gut gelungen. Also wir haben jetzt in der Steiermark momentan ca. 250 Gastbetriebe, wo Stammtische stattfinden. Darum muss ich auch zu unserer Entschuldigung sagen, dass wir nicht so oft wo sind. Wir müssen die anderen auch ein bisschen mitbetreuen, aber wir kommen von Zeit zu Zeit dann natürlich gern wieder. Und wir haben da ca. 1100 Veranstaltungen im Jahr, also das wird ganz gut angenommen. Und so wie da beim Vulkanlandstadl, das ist natürlich ein Vorzeigestammtisch, der schon lange funktioniert, und da möchte ich jetzt speziell der Martin Tippe und den Karl danken, die das 2004, glaube ich, übernommen haben, ja. Und wo immer das gesellige Musizieren immer einen Platz gehabt hat. Und 2015 hat es dann anlässlich des 100. Stammtisches die Prämierung zur musikantenfreundlichen Gaststätte gegeben. Da war die Uhr gerade da hängen. Und ja, mittlerweile haben wir den 150. Stammtisch. Und da möchte ich mich bei euch sehr herzlich bedanken, dass Luxemburg für das Projekt Musik beim Wirt zuständig ist. Jetzt möchte ich noch ganz kurz vorstellen, unsere Musikanten, die heute anwesend sind, zu uns kommen. Ja, ich sag, was immer wieder zu uns kommen, ist ganz eine tolle Sache, ein familienfreundlicher Ausflug. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, heute ist der 150. Stammtisch. Und nach Mitternacht, eine Minute nach Mitternacht, gibt es für die Damen, für die anwesenden Damen Blumen für den Valentinstag. Alles vorbereitet, gell? Eine gute Unterhaltung. Danke fürs Kommen. Und am nächsten 20. März kommt bereits der Osterhase. Das ist der Gründonnerstag. Thank you.
Die zwei besten Freundinnen der Verstorbenen. Die sagte ohne mein Gott, hat sie gesagt, Gott sei Dank, jetzt haben sie mich übernommen. Weil die Verstorbene war 8 Mal verheiratet. Sagt sie, Gott sei Dank, jetzt haben sie mich übernommen. Fragt die andere Freundin, welche für die 8 Männer musst du? Nein, hat sie gesagt, nicht die 8 Männer, die auch überschauen können. Oh, my God.